Fang an. Schönen guten Tag, heute führen wir ein Interview und zwar ein paar Klischees über Afrikaner. Ja, suchen ein paar Afrikaner. Ach, da prügeln sich schon zwei. Prügeln sich gerade wirklich? Kommt mal mit. Kommst du? Entschuldigung. Hä? Ich hab mal ein paar Fragen. Was denn? Was? Ich hab ein paar Fragen. Und jetzt haben wir zwei Afrikaner gefunden und zwar stelle ich dir jetzt eine Frage. Stimmt das, dass Afrikaner zu spät kommen? Nein, die meisten Afrikaner kommen ja mit einer Uhrenallergie auf die Welt. Wir haben eine Allergie gegen Uhren. Das liegt also nicht an uns. Ja, ich weiß. Okay, die zweite Frage. Haben Afrikaner lange Schwänze? You good, Sam, one. I do. You good, Elefante, wirst du? Du, the next one. So, weißt du, so ist er hier in dein Gesicht. Ich hab gute. Und weißt du, so. Ich hab gute. Okay, nochmal hier. Nächste Frage, bitte. Okay, die dritte Frage. Warum mögen Schwarze Frauen mit mehr Volumen? Question to you. Das Ding ist einfach, wir wollen was anfassen. Ja, Meat. So, wir kommen von Afrika, das heißt Frau mit mehr Volumen heißt ja Geld. Ja? So, kann kochen. Ja, kochen. Weißt du, willst du sowas anfassen? Also willst du so haben? Verstehst du, willst du nach Hause kommen und wissen, da ist Salat? Oder willst du nach Hause kommen und wissen, da ist Fleisch? Yes. Yes. Fufu with Jollof. Nächste Frage. Hier, weißt du, hier. Also. Jetzt kommen wir zur vierten Frage. Stinken Afrikaner? Die Frage ist, stinken wir vielleicht nicht, sondern vielleicht stinkst du? Komm mal hier, weißt du, was ich meine? Du stinkst. Okay, alles klar, nächste Frage, komm. Kommen wir zur fünften Frage. Warum seid ihr in Deutschland? Deutsche Pass. Nächste Frage. Deutsche Pass. Komm, gib mir nichts. Okay, und die letzte Frage. Haben Afrikaner Rhythmus im Blut? Show someone here. Okay, look at his face. Go away. Now, give the microphone there. The guy's slowly here. The guy's the moderator, ne? Hast du Deutsche Pass, Kameramann? Hast du Deutsche Pass? Ja, Deutsch. Hat deine Frau Deutsche Pass? Ist deine Frau Deutsch? Aber mit einem Arsch, der so aussieht wie ein Mond. Ja.